Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Narzissmus, es hört sich so nach einem bösen Wort an, aber es ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft immer mehr in den Bann zieht. Und ich möchte darüber einfach mal ein bisschen näher nachfragen, was heißt das Wort eigentlich, was sind das die Auswirkungen daraus und was können wir dagegen tun? Und dazu habe ich einen Gast einladen dürfen, der mir vom Professor Dr. Christian Schubert empfohlen wurde. Er ist Buchautor vom Buch Gefühlschaos zum Beispiel, eines der Bücher, der selbst in meiner Bibliothek drin ist. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, als Psychoanalytiker tätig, nämlich der Joachim Maatz. Und da ist er heute per Zoom zugeschaltet. Lieber Joachim, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, Grüße. Hallo. Große Ehre, große Freude. Danke, dass du uns an deiner Weisheit und Erfahrungen teilhaben lässt. Und über dieses Normopathie und narzisstische Gesellschaft, da bin ich ganz gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Okay, danke. Ja, vielleicht sollte ich den Begriff der Normopathie erst nochmal erklären. Wie der Begriff schon sagt, normopathisch, also das Pathische, das Gestörte, wird für normal gehalten, also normopathisch. Und zwar, wie ist das zu verstehen? Das entsteht dadurch, es ist eine Bezeichnung für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, wenn die Mehrheit einer Gesellschaft in einer gestörten Entwicklung sich befindet, an einer Gesellschaftsfehlentwicklung sich beteiligt und dann das Gefühl hat, naja, wenn alle oder die meisten so denken und sich verhalten, und dieser Meinung sind, dann kann das ja nicht falsch sein, weil die Mehrheit bestimmt dann eben im Grunde genommen den Wert einer Position. Und dieses Mitläufertum, das ist eben geprägt eben von einem sozialen Grundbedürfnis der Menschen. Ein wesentliches soziales Grundbedürfnis besteht darin, wir wollen dabei sein, wir wollen dazugehören. Wir sind soziale Wesen. Es fällt uns Menschen schwer, allein zu sein. Wir brauchen Kontakt, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Ansprache, wir brauchen Bestätigung. Und dieses Grundbedürfnis ist ein wesentlicher Grund auch dafür, dass man dann Dinge mitmacht, die falsch sind, die gestört sind, sodass Normopathie eben eine kollektive Fehlentwicklung ist, die eben von einer Mehrheit einer Bevölkerung getragen wird. Wir haben in einem anderen Gespräch ja über die Frühstörungen gesprochen, die durch schlechte, defizitäre, traumatisierende mütterliche und väterliche Beziehungsstörungen entstehen. Und solche mütterlichen und väterlichen Beziehungsstörungen führen zu einer Selbstentfremdung. Und wenn sehr viele Menschen davon betroffen sind, bilden diese Menschen, die Masse, eine kollektive gesellschaftliche Fehlentwicklung, in die eben dann als eine Normopathie bezeichnet werden kann. Wir haben in Deutschland in der letzten Geschichte drei Normopathien gehabt. Das ist einmal die nationalsozialistische Normopathie, dann im Osten Deutschlands die DDR-Sozialismus, diese sozialistische Normopathie. Und heute spreche ich von einer narzisstischen Normopathie. Ich will gerade diese narzisstische Normopathie mal folgendermaßen beschreiben. Eine narzisstische Störung entsteht in der frühen Kindheit eben im Wesentlichen durch Bestätigungsmangel, durch Liebesmangel, durch Muttermangel, Mutter- und Vaterflucht. Also das Kind erlebt keine Bestätigung, keine liebevolle Annahme. Es fühlt sich nicht wirklich erkannt und in seiner Art bestätigt.
so verbleibt dem Kind eine Identitätsunsicherheit, ein permanentes Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Und mit einem solchen permanenten unguten Gefühl kann man natürlich nicht gut leben. Also Gott sei Dank hat unsere Seele Möglichkeiten gefunden, dies irgendwie zu beruhigen, auszugleichen. Und das geschieht im Wesentlichen durch Kompensation, durch Ablenkung und durch Betäubung. Was ist damit gemeint? Kompensation, wenn ein Mensch eben keine hinreichende narzisstische Bestätigung erfahren hat, sich also minderwertig fühlt, wird er versuchen, das irgendwie auszugleichen. Also ich sage immer, Menschen mit einer frühen narzisstischen Störung haben so ein Pfahl im Fleisch, der sich ständig schmerzt und anregt, doch zu beweisen, ich bin doch aber ein guter Mensch, ich bin doch liebenswert, ich bin doch wertvoll. Und so entstehen Leistungsanstrengungen, Bemühungen, die mitunter ja, wirklich übermäßig sind, um zu beweisen, dass ich ein Mensch bin und dass ich zu Unrecht nicht wirklich so bestätigt werde. Diese Leistungsanstrengung ist natürlich bietet eine Chance, durch Leistung Anerkennung zu bekommen, Erfolg zu bekommen, Karriere zu machen, im Sport besondere Leistungen zu vollbringen. Also der Liebesmangel, der Bestätigungsmangel wird jetzt durch Leistungsbemühungen versucht auszugleichen, mhm, zu kompensieren. Also man kann auf diese Weise erfolgreich werden, man kann sogar reich werden, man kann Karriere machen, man kann Macht gewinnen, weil man eben so bemüht ist, durch besondere Leistungen sich hervorzutun. Und wenn das eben in einer Gesellschaft verbreitet ist, dann wird die ganze Gesellschaft geprägt von solchen narzisstischen Ansprüchen. Also immer mehr, immer weiter, immer höher, sodass eine Wachstumsgesellschaft dieser Art eben immer auch eine narzisstisch gestörte Gesellschaft ist. Also die Kompensation vor allen Dingen durch Anstrengung, durch Leistung, und zwar übermäßig. Meine Leistung ist ja auch was Gesundes, aber in der narzisstischen Störung ist es nie genug. Wenn man einen Erfolg hat, will man schon wieder danach trachten, wie kann ich den Erfolg halten oder noch erweitern. Das heißt, diese Leistungssteigerung, dieses Leistungsbedürfnis als Kompensation hat immer einen Suchtcharakter. Also es gibt kein befriedigendes Ende. Es ist eben keine Liebe, die man eigentlich braucht. Und neben der Kompensation gibt es die Ablenkung und die Betäubung. Man lenkt sich ab. Also man könnte sagen, dass die Erfindung des Fernsehens mit Hunderten von Kanälen oder eben des Computers, des Internets, des Handys und so weiter auch in dem Dienste stehen mag, dass der Mensch sich ständig ablenken kann. Man kann ja heute 24 Stunden am Tag nur mit dem Handy, nur mit dem Computer beschäftigt sein. Und wenn wir mal einfach nur so durch die Stadt gehen oder im Zug sitzen oder so, da sieht man ja, wie Menschen ständig mit dem Handy beschäftigt sind. Also als wenn sie überhaupt gar kein Beziehungsleben mehr in der Realität hätten, mhm, sondern eben ein solches Online-Leben. Ja. Also das, was ich jetzt gerade alles von dir höre, widerspiegelt mir eigentlich das, was ich gerade in der Politik so sehe. Also da wird ja wirklich alles, was schräg ist, als gerade verkauft. Und ich stehe da und schaue einfach nur zu und denke, das gibt's doch gar nicht. Und diese ganzen Ablenkungen, Kompensationen, Betäubung läuft doch jetzt auch ab. Es ist doch genau die Gegenwart, die du jetzt eigentlich schilderst. Ja, das ist die Beschreibung eben darüber, worüber wir sprechen,
eben der narzisstischen Gesellschaft. Die narzisstische Gesellschaft ist eine Normopathie, die eben durch Kompensation, also falsches Leben, es ist keine echten Bedürfnisse, sondern eben die gemachten Leistungsbedürfnisse, die Ablenkung und die Betäubung. Bei der Betäubung ist es ja auch wichtig, wir kennen ja die großen Zahlen des Alkoholismus oder des Drogenmissbrauchs, aber auch man kann sich mit Essen betäuben, man kann sich auch mit Arbeit betäuben und das passt auch zur narzisstischen Gesellschaft. Man kommt gar nicht mehr zur Entspannung, gar nicht mehr zur Ruhe. Man arbeitet und dann sagen, ja, es ist wichtig, wichtige Arbeit, man muss Geld verdienen und so weiter. Ja, mag alles stimmen, aber im Wesentlichen kommt man nicht zur Ruhe, weil man diese Arbeit auch als Ablenkung braucht. Ablenkung nach außen, auf eine Pflicht, auf eine Aufgabe hin, um von dem inneren Erleben, nämlich der immer noch vorhandenen Bedürftigkeit, Sehnsüchtigkeit nach Liebe, nach Anerkennung, dieser schmerzlichen Erfahrung nicht so bestätigt worden zu sein, wie man es gebraucht hätte, durch Ablenk und indem man sich betäubt durch andere Sachen. Mhm. Ja, du wolltest was sagen? Ja, gerne. Du hast mir in einer anderen Sendung auch mal erklärt, dass der Narzissmus ja eigentlich entsteht durch die Schwangerschaft und die ersten 3 Jahre, wo der Vater und Mutter eigentlich für das Kind da sein müsste, dass das ja eigentlich der Auslöser ist. Heißt das, dass die Gesellschaft von heute oder sagen wir jetzt auch innerhalb der Politik, wo so viel Richtung vorgegeben wird, in deren Kindheit was schiefgelaufen ist? Ja, genau. Die narzisstische Grundstörung, also der Muttermangel und Vaterflucht, heute die häufigsten elterlichen Defizite sind, die ein Kind traumatisieren, dann ist das Bemühen des Kindes, sich narzisstisch hervorzutun, also da statt der Liebe eben jetzt die äußere Anerkennung zu holen, weit verbreitet. Und so entsteht dann eben auch eine narzisstische Gesellschaft. Eine narzisstische Gesellschaft, die immer süchtig ist, die Wachstum, Wachstum, Wachstum braucht, wie eine Droge. Mhm. Und wichtig zu verstehen, also dieses Süchtigkeitsprinzip, es gibt Leistung, also Geld, Macht, Gold, was auch immer, führt nicht wirklich zu einer sättigenden Befriedigung, weil es im Grunde genommen ja um eine seelische Bestätigung geht, die dadurch nicht erfüllt wird. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass die narzisstische Störung, die auf diese Weise gezüchtet wird, 2 unterschiedliche Formen haben kann. Ich nenne sie den größten Selbstnarzissmus und den größten Kleinnarzissmus. Größen selbst ist das, was wir häufiger oder am meisten unter Narzissmus verstehen. Also, dass man besonders sich anstrengend bemüht ist, sich groß macht, sich Bedeutung verleihen will, dass man also mehr Schein als Sein, sich wichtig nimmt, sich überhöht, sich höher, besser dünkt, als man wirklich ist und gleichzeitig immer in der Tendenz, andere auch abzuwerten. Also sich selbst zu überhöhen und andere abzuwerten. Das ist im Grunde genommen die Grundlage für eine Karriere in einer narzisstischen Gesellschaft. Ne, wer diese Störung entwickelt hat, der macht Karriere im Konkurrenzkampf, indem man sich immer besser dünkt als andere oder andere abwertet. Also geeignet für eben praktisch einen feindseligen Konkurrenzkampf. Ja. Also entweder bist du für mich oder gegen mich. Das heißt, der Dialog, die Basis einer demokratischen Bewegung, wird in einer narzisstischen Gesellschaft aufgehoben. So ist es. Ich gehe ja davon aus, dass die heutige Politik nahezu narzissmuspflichtig ist. Mhm. Das heißt,
Es kommen die Menschen an die Macht, die sich am besten narzisstisch durchsetzen, behaupten können. Also durch Tricks, durch Betrügereien, durch Rhetorik, durch andere schlecht machen, abwerten und so weiter. Und das ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir in einer narzisstischen Homöopathie keine wirkliche Demokratie mehr sind. Da ist es wichtig zu verstehen, dass es eine äußere Demokratie gibt und eine innerseelische Demokratie, wie ich das sage. Die äußere Demokratie ist das, was wir politisch vorfinden. Das nenne ich aber mittlerweile ein Demokratiespiel. Also Demokratie wird von Menschen gespielt in bestimmten Rollen. Damit ist jetzt nicht nur gemeint die Legislative, die Exekutive und die Judikative, sondern es wird das demokratische Verhalten gespielt, das ja als eine Parteiendemokratie ist. Das heißt, wir wählen nicht befähigte, kompetente Menschen, sondern es werden Parteien gewählt und die Parteien entscheiden, wer dann bei ihnen an der Führung ist, wer auf die Liste kommt, die sozusagen in Machtposition gehievt werden. Und da stellt sich heraus, dass da im Wesentlichen narzisstische Störungen den meisten Erfolg haben. Also die sich nach oben drängeln, die konkurrieren können, die sich hervortun können rhetorisch. Und das sind die eigentlichen Kompetenzen gar nicht gefragt, die Sach- und Fachkompetenzen und vor allen Dingen nicht die Kompetenzen der persönlichen Reife sind nicht gefragt. Und das hat mir erklärt etwas, was mich sehr lange immer beschäftigt hat, schon nach dem Krieg 1945, wo plötzlich die Nazis hin waren. Die waren in der DDR waren die verschwunden, die gab es angeblich gar nicht mehr. Und in der Bundesrepublik wurde sehr bald deutlich, dass viele von den ehemaligen Nazis jetzt als sogenannte Demokraten wieder in der Wirtschaft, in der Politik, in der Justiz tätig waren. Und nach der Wende hier in Ostdeutschland, also Vereinigung Deutschlands, war wieder ein ähnliches Phänomen, dass die ehemaligen Parteibonzen und die Stasi-Leute, also die Stadtsicherheit und so weiter, plötzlich waren sie weg und tauchten zum Teil dann wieder in westdeutschen Ämtern auf, wieder in der Wirtschaft oder im Management oder auch selbst in der Politik. War für mich insofern eine Frage, wie kann es sein, dass Menschen von einem Tag zum anderen praktisch ihre politische Haltung, ihre Gesinnung wechseln. Wie aus einem Nazi plötzlich ein Demokrat wird oder aus einem Stasi-Mensch ein demokratischer, Polizist oder werden konnte. Also da war klar, man kann Demokratie spielen, also ein bestimmtes Verhalten spielen, ohne dass man das in sich trägt. Und davon mache ich die innerseelische Demokratie abhängig. Da verstehe ich, das sind Menschen, die eben genau wissen, wer sie sind und wer sie nicht sind, was sie können und was sie nicht können, die also narzisstisch gesättigt sind und bestätigt sind und keinen Mangel haben, den sie kompensieren müssen. Also auch Menschen, die ihre Grenzen, ihre Fehler und Schwächen kennen und damit umgehen, die sie nicht kompensieren müssen. Und dieser Unterschied, der ist ja zwischen der äußeren Demokratie, einem Demokratiespiel, und den innerseelischen Demokraten, der ist ja bis heute nicht wirklich jemals ernsthaft aufgenommen oder begriffen worden, oder man sorgt nicht dafür, dass
wirkliche Demokraten an die Macht kommen. Wenn man, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn man manche deutsche Politiker, aktuelle Politiker sieht, die würden doch niemals gewählt werden, wenn sie persönlich zur Wahl stünden, sondern die Partei hilft sie dann aufgrund der narzisstischen Thematik einer Partei an die Macht. Und so haben wir mitunter Vertreter, politische Vertreter des Volkes, der Demokratie, die im Grunde genommen diese Funktion nicht wirklich als Persönlichkeit ausfüllen können, die nicht die Reife dazu haben. Ja. Mir kommen da gerade einfach zwei Dinge aus der Gegenwart in Sinn. Im Moment sind ja in Deutschland Ideen da, man müsse eine große Partei, die viele Stimmen hat, verbieten, was ich ja dann im Narzissmus ja wieder verstehe. Entweder bist du für mich oder gegen mich. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich daran, wie viel Wahlversprechen Parteien jeweils machen und eigentlich es nie umsetzen. Wir liefern keine Waffen und liefern dann doch. Und da frage ich mich auch, wo fängt denn eigentlich Wahlbetrug an? Ja. Am Volk? Ja. Ja. Wir sprechen ja von einer narzisstischen Normopathie. Und eine Normopathie ist eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die muss in die Krise kommen, weil es ja ein falsches Leben ist. Und diese Krise der narzisstischen Gesellschaft, die erleben wir. Also es gibt die Finanzkrise, es gibt die Migrationskrise, die Umweltkrise, die Verteilung, die soziale Sicherheit, die Verteilung der Lebensgrundlagen. Das alles ist ja sozusagen in der Krise. Noch eine Krise. Ja. SWEF hat nämlich gerade gesagt, die allergrößte Krise mit allerhöchster Priorität zu behandeln sei, ist das Verhindern der weiteren Verbreitung von Fake News. Ja. Punkt. Sagt ja auch schon wieder alles. Hä? Ja, ich will auch darauf hinaus. Und diese Krise darf nicht als solche wahrgenommen werden. Also Narzissten an der Macht sind nicht in der Lage, eigene Fehler und Schwächen zuzugeben. Sie sind haben keine Empathie für die Zukunft und für andere Menschen, weil sie ja sich selbst bestätigen müssen. Und die Krise, die wir jetzt erleben, die ganz massiv mit der Pandemie, mit den Klimaveränderungen, vor allem mit dem Krieg, Ukraine-Krieg, deutlich wird, da darf die Realität, die Wahrheit, darf nicht benannt werden, weil damit die Fehlentwicklung der gesellschaftlichen Entwicklung, also der Normopathie, deutlich würde. Und deshalb werden alle Kritiker diffamiert und ausgegrenzt. Man darf nichts gegen die Corona-Maßnahmen sagen. Man darf die sogenannte menschengemachte Klimaveränderung nicht in Frage stellen. Man darf die Russen nicht verstehen. Das ist praktisch der Klassiker der Krise einer Normopathie, dass dann gerade eine narzisstische Normopathie es nicht möglich ist, die eigene Fehlentwicklung zu erkennen und zu verändern, sondern es braucht jetzt ein Feindbild, auf den praktisch die gelenkt wird, das Feindbild, das Schuld haben soll an dem eigenen Versagen. Also das begann spätestens mit der Pandemie. Da war das Feindbild das Virus. Das setzt sich fort mit der Klimaveränderung. Da ist das Feindbild, CO2 muss verändert werden. Das ist der Ukraine-Krieg. Da ist das Feindbild die Russen. Und die Beteiligung aber
der USA zum Beispiel, oder die Frage, wie ist unsere narzisstische Gesellschaft in die Krise gekommen, die darf nicht wirklich gestellt und beantwortet werden. Und im Moment ist setzt sich das fort, dass die AfD zum Beispiel, eine Partei, die deutlich andere Positionen bezieht, die also auch Realitäten aufdeckt, Wahrheiten anspricht, die im Grunde genommen die verfehlte Politik betreffen, die wird diffamiert, die ist jetzt eben rechtsextrem, die muss bekämpft werden. Und das ist eines eben der wesentlichen Probleme und Gefahren einer narzisstischen Gesellschaft, dass sie in der Krise, in der unvermeidbaren Krise eben der Fehlentwicklung nicht in der Lage ist, zuzugeben, das ist unsere Schuld, das haben wir falsch gemacht, da müssen wir uns entschuldigen, das muss verändert werden, sondern es müssen jetzt Feindbilder, Sündenböcke gefunden werden, denen man das anlastet. Also das Virus ist schuld, das Klima ist schuld, die Russen sind schuld, die AfD ist schuld. Und damit wird im Grunde genommen die individuelle Fehlentwicklung versucht abzuwehren und ersatzweise abzureagieren. Ich müsste noch mal einen Begriff anführen. Du hast ja mein erstes Buch, den Gefühlsstau, erwähnt. Und das in diesem Zusammenhang ist so zu verstehen. Wir sprachen in einem anderen Gespräch von der frühen Selbstentfremdung durch mütterliche oder väterliche Beziehungsstörungen. Und eine solche Selbstentfremdung ist immer mit Gefühlen verbunden. Wenn ein Kind gekränkt wird, hat es berechtigte Empörung, Wut. Wenn es nicht geliebt wird, hat es verständlichen seelischen Schmerz. Wenn es sich nicht nach eigenen Möglichkeiten entwickeln darf, hat es das Gefühl der Trauer für eben Unerreichbares oder für die Erfahrung von Verlusten und so weiter. Und diese Gefühle dürfen in aller Regel nicht ausreichend ausgedrückt werden, müssen zurückgehalten werden. Und das geschieht, das kann man physiologisch untersuchen. Und da entsteht ein Gefühlsstau. Also der Mensch ist voller Gefühle, die er aber zurückhalten muss und nicht ausdrücken darf. Und da wissen wir mittlerweile, vom Gefühlsstau werden Menschen krank. Sie entwickeln dann psychosomatische Symptome zum Beispiel. Oder aber, wenn sie nicht krank werden, werden sie böse. Böse im Sinne, sie müssen den Gefühlsstau irgendwie stellvertretend abreagieren. Und genau das ist im Moment die Situation der Krise der narzisstischen Normopathie. Also jetzt muss man Außenfeinde haben, um jetzt den Gefühlsstau stellvertretend dort abzureagieren. Das sind also das gefährliche Virus, die bösen Russen, die böse AfD. Also jetzt wird im Grunde genommen werden Anlässe und Personen oder Verhältnisse gesucht, denen man Schuld geben kann. Diese Möglichkeit der Abreaktion des Gefühlsstaus, die gibt es auch ganz individuell. Also man leidet am Partner, am Nachbarn, am Vorgesetzten. Ja, man ist traurig, weil man nicht verstanden wird, du bist schuld, dass es mir schlecht geht und so weiter. Also wir kennen alle solche Mechanismen, wie wir vorhandenen Gefühlsstau in Beschuldigung anderer, in geschürten Konflikten, in denen wir uns aufregen und kränken, abgeführt wird. Und in einer Gesellschaftskrise ist es eben die Gefahr der Normopathie, dass jetzt kollektiv ein Versagen, ein politisches Versagen oder eben die Krise der Gesellschaft anderen angelastet wird. Und dadurch entsteht Feindseligkeit am Ende bis hin zu einer
Kriegsgefahr, in der wir uns ja ganz aktuell befinden. Das sollten wir vielleicht dann im nächsten Gespräch weiter ausführen. Ja, gerne. Aber vielleicht doch noch eine letzte Frage. Kriegt man, kann man aus diesem narzisstischen gesellschaftspolitischen Denkweise noch irgendwie ausbrechen oder muss das an die Wand gefahren werden? Ja, muss. Ich fürchte, es wird an die Wand gefahren. Also die Geschichte lehrt uns ja, dass es immer wieder solche Entwicklungen mit einem Krieg enden. Oder eben Revolution. Ja, also wenn wir von Narzissten an der Macht ausgehen, ist im Grunde genommen klar, dass diese zur Einsicht, zur Veränderung, zur Korrektur, zur Entschuldigung nicht in der Lage sind. Sie halten an ihrem Kurs fest, nicht nur aus politischer Überzeugung oder aus materiellem Nutzen, sondern weil die Macht auch ein wesentlicher Ersatz ist für die nicht vorhandene Bestätigung als aus Liebe. Und wenn man jetzt zugeben würde, ich habe mich geirrt, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, ich war ideologisch verwirrt, würde im Grunde genommen das ganze narzisstische Kompensationsgebäude zusammenbrechen und die Menschen wären wieder mit ihrer frühen Verunsicherung, mit ihrem tiefen Minderwertigkeitsgefühl konfrontiert. Und das macht man nicht. Deshalb kämpft man eher bis zum Ende, also bis zum Endsieg oder bis zum Suizid. Das ist tragisch, aber hab's verstanden. Es ist eine bittere Erfahrung, dass man die erlittene Frühstörung nicht wieder aktiviert haben möchte und davonläuft, also bis zum bitteren Ende. Nochmals, auch wenn ich ein bisschen überziehe, aber diese erlittene Frühstörung, wie du es so schön gesagt hast, ist das aufgrund der westlichen Welt, die sehr leistungsorientiert war, entstanden, wo man wirklich Mann, Frau, alle mussten arbeiten. Das ist ja nicht nur Deutschland, es gibt ja auch andere Länder, wo sehr, sehr wachstumsstarke Zeiten durchlebt haben. Siehst du da Zusammenhänge? Ja, natürlich. Das ist die Folge einer kapitalistischen Gesellschaft, die Leistung, Anstrengung, Konkurrenz, Wettbewerb, Wachstum braucht, um als ökonomisches System zu funktionieren. Und dazu müssen Menschen hergerichtet werden. Deshalb sind wir ja an dem Punkt, dass eine Frühentfremdung weiterhin geschieht, dadurch, dass Kinder in ihrer frühen Entwicklung nicht optimal betreut werden, sondern eben auch durch zu frühe Fremdbetreuung eben keine wirkliche gute Bindung erfahren können. Und so richtet eine kapitalistische Gesellschaft immer wieder die nächste Generation zu, dass sie im Grunde genommen diese Prinzipien der menschlichen Feindseligkeit, der Konkurrenz, des Wettbewerbs fortgesetzt werden und derart in ihrer frühen Entwicklung entfremdete Menschen sorgen dann auch wieder dafür, dass die Gesellschaft normopathisch bleibt, weil sie ja darin ihre Kompensation gefunden haben. Ja. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass es nicht durch eine friedliche Erkenntnis und Einsicht zu einer wirklichen Auflösung dieser Probleme käme, sondern dass tatsächlich eine Krise erstmal chaotische Verhältnisse schafft. Wir kennen das ja in der Medizin auch. Sehr viele Menschen wissen sehr genau, dass sie ungesund leben, auch dass jetzt ihre Arbeit, Stress, Ernährung, Alkohol, Nikotin betrifft oder eben dass sie nicht gut genug für sich sorgen, aber sie können es nicht einfach verändern, weil es zu ihrer Kompensation, zu ihrer Ablenkung, zu ihrer Betäubung gehört. Und
erst wenn es dann wirklich zu einem kritischen Zustand, also durch zu Symptomen, schmerzhaften Symptomen, zur Erkrankung gekommen ist, erst dann eröffnet sich oft ein Fenster der Einsicht und des Verständnisses, Mensch, ich habe doch falsch gelebt, ich muss was verändern. Gutes Beispiel, danke vielmal. Dr. Joachim Matz war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist mir jetzt doch das ganze Gespräch tief unter die Haut gefahren, wenn das, was er gerade alles so geschildert hat, sich in der Realität gerade widerspiegelt und man aber auch sieht, dass nichts ohne Folgen bleibt, sogar unsere Erziehung oder Beziehung zu unseren Kindern in der Schwangerschaft drin, in den ersten Jahren bereits zu diesen Problemen mitverantwortlich sind und geführt haben. Da kommt man nicht mehr aus dem Staunen heraus. Und ja, dieses war das Ziel, Ihnen hiermit einfach ein bisschen Anregungen zu vermitteln und Wissen darzulegen. Und ich hoffe, dass wir alle damit was anfangen können. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.